Es ist natürlich ganz stark durch die Gesellschaft gegangen, einmal auch durch die Parteien. Also jeder, der in der CDU drin war, ist natürlich auch von der CDU ein bisschen gegängelt worden und auch unter Druck gesetzt worden, nach dem Motto, ihr könnt nicht mit den Chaoten zusammenarbeiten und wir müssen auch den Fortschritt hier im Landkreis endlich mal in Gange bringen und wir müssen auch sehen, dass Geld reinkommt. Und es sind ja auch Reisen angeboten worden, dass sie eben tolle Fahrten gemacht haben nach Frankreich, nach England und in tollen Hotels übernachtet haben und Um da was zu nur sehen. um die Anlagen, die Atomanlagen zu sehen und zu sehen, wie toll die da in weißen Kitteln rumlaufen. Das ist also, dass man da vom Fußboden essen kann und dass da doch wirklich keine Gefahr besteht, wenn das so sauber ist. Und gut, ich bin da nicht mitgefahren, weil ich von vornherein wusste, das ist also eine reine, ja, Veranstaltung, die dazu dient, uns irgendwie so ja, Honig ums Maul zu schmieren oder uns auf Deutsch gesagt auch zu verarschen. Das war irgendwie von vornherein klar. Da sind sehr viel Gelder für freigemacht worden. Ja, und dann ging es also so quer durch die ganze Gesellschaft, dass es also kaum möglich war, irgendeinen Geburtstag zu feiern, der dann nicht in Streit ausgeartet ist, weil es gab ganz klar diese beiden Lager dafür oder dagegen. Und die Auseinandersetzungen waren richtig heftig. Also wir haben bei uns so eine Brennerei zum Beispiel, der Alkohol hergestellt wird, da ging es auch am Anfang sehr hoch her. Ich, der als klarer Gegner war und die anderen, die gesagt haben, Mensch, da muss man doch nichts gegen machen und die Chaoten hier reinholt. Und das waren dann heftige Auseinandersetzungen. Eine Brennerei, ist das so was wie ein genossenschaftliches Ist Ding? eine genossenschaftliche Brennerei, die jetzt leider nicht mehr existiert oder kaum noch existiert, muss man sagen, weil sie von der EU ausgehebelt wurde. Okay, aber das war damals, wo es dann losging, wie wir standen, dann war das dann da auch Thema, wo man. Das war überall ein Thema, egal wo man hinkam, weil das war einfach eine ganz klare Auseinandersetzung, auf welcher Seite steht man. Und das war eine Grundsatzfrage, wie man sein eigenes Leben in Zukunft gestalten will. Will man das eben verhindern oder will man wie die anderen jetzt nur darauf setzen und den Landkreis in die andere, ja, reiche Regionen bringen, die allerdings irgendwann wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar ist, weil die Verseuchung voranschreitet.